oben in einem Raum präsentiert, dass die Betrachter vom Wasser umgeben sind. In den Teich und die Seerosen eintauchen. Und dabei alles um sie herum. Bereits als 15-jähriger Gymnasiast macht Monet mit Karikaturen von Lehrern und öffentlichen Personen. Ich lernte die Natur zu begreifen und zu lieben. Mit dem Stift analysierte ich all ihre Formen. Monet beschäftigt sich bald nicht mehr mit dem Malen von Menschen. Vielmehr interessiert ihn das Sonnenlicht, das Leuchten. Ich wollte die Natur kopieren, aber es ging nicht. Die Landschaft verändert sich mit jedem Augenblick. Lebendig, man kann die Sonne nicht wiedergeben. Aber ich entdecke...
Morgenstimmung im Hafen von Le Havre. Umrisse von Schiffen, Schornsteine im Nebel, dünne Farbe, zarte Striche. Die aufgehende Sonne reflektiert orange im Wasser. Andere malten eine Brücke, ein Haus. Mich interessierte nicht das Objekt, sondern das, was zwischen mir und dem Objekt passiert. Mit dem Bild Impression Sonnenaufgang schafft Monet ein Werk, das die Kritiker spaltet. Stark ist noch ausgearbeiteter. Das Werk verleiht der Stilrichtung Impressionismus den Namen. Ein wohlwollender Kritiker beschreibt es so. Die Impressionisten geben nicht eine Landschaft wieder, sondern den von ihr hervorgerufenen Eindruck. Der Augenblick in seiner Flüchtigkeit. Die Unmittelbarkeit, die eine verborgene Wahrheit enthält. Das wiederzugeben hat mich fasziniert, aber auch immer wieder zur Verzweiflung gebracht. Denn im Festhalten des Flüchtigen liegt ein nicht zu bewältigender Widerspruch. Nicht zu bewältigender Widerspruch. Monet leidet auf beiden Augen am grauen Star.
Mehr und mehr verliert er sein Augenlicht.